Hey, verloren ist gut wieder aufgehoben. Okay, wenn ich die Steuerung irgendwie ein bisschen besser begreifen würde. Hinter den einem Gegner kritischer Angriff. Na, ja, habe ich schon gemacht. Ich stirb leider nicht davon. Linker Trigger parieren, Angriff abwehren, kontern. Okay, Ende. Also man kann parieren und dann darauf kontern. Statusanzeige. Das hat nicht funktioniert. Beutehäufigkeit. Das mit dem, hey, der Trigger so, wie der soll. Optionen anpassen, so. Tasteneinstellung. Vorwärts. Ausrüstung. V, C, F, R. Option Waffe rechts. Ah, da! Auf der Taste ist der Fokus. Ich geh mal durch den Nebel. Durch den Nebel schreiten. Oh oh. Kehrtwende. Nicht Kehrtwende. Lady? Alter, wie soll ich mit der Maus und H und kämpfen, hallo? Und dabei noch Alt. Nee, dabei noch Tab und Shift, ey. Oh, der Schaden, das ist. Übrigens, wenn du stirbst, kriegst du alle Healpots wieder ersetzt. Ernsthaft, Leute? Ja, also ich kann die ruhig im Kampf benutzen. Die wirst du im Kampf. Aber ich glaube, du kannst nur. Kriegst nur 5 pro Level oder so. Ja, wenn die funktionieren würden. Also, scheiße. Als ob das Schaden gemacht hat. Können wir hier weggehen? Gott, was ist denn das für ein schwuler Kack hier? Ah nein, jetzt sind die drei Gegner wieder da. Oh. Behindert. Okay, einen habe ich schon. Bitte was? Und Gegner anvisieren. Ach, endlich. So. Jetzt noch ein Gegner. Ja, wie kann man die denn auffüllen? Oder trinken? Weiß ich nicht, da wo du das dein anderes Item auch hattest. Was ja nicht. Ah, da muss man die trinken? Oder was, hä? Ja, du, also ich kann die umlegen. Bei mir. Ist das Lakon nutzen. Ach, so kannst du. Jetzt machen wir gerade Angst. Was hat da rumgebumst? Geh nicht durch den Nebel. Ach scheiße, ich muss durch den Nebel gehen. Okay, na dann. Geht's. Geh nicht durch den Nebel. Ich muss durch den Nebel gehen. Ja, ich dachte, da hinten geht's auch weiter, geht's aber nicht. Ah. Verloren ist gut wiederhergestellt. Sehr gut. Ja, weil dahinter kommt nämlich wieder Dicky Dick Dick. Der Boss oder was das war? Ja. Ah ja, das war mein Crit von hinten. Mit 21 Schaden mach ich. Darf ich halt nicht ausweichen? Ist okay. So, habe ich auch mal alle drei besiegt. Yay. Ey, fett kann fliegen. Während des Fallens stürzen. Schön. So, während des Fallens RB drücken, ne? Was war das? Ja, was ist RB, bitteschön? Ich weiß, was RB ist. Bei mir ist RB, RB. Ah, das ist noch ein Gegner. Ja. Okay. Das wird lustig. Das wird super lustig. Ah, muss man den besiegen? Ja, anscheinend schon. Also das ist. Ah, ist ja ein Ritter, der kann das für ein Drecksgeschiss, das ist, ey. Ja, mach mir. Ja, schlag mich tot, du ja Ficker. Ritter? Spiel weg mit Aggression in mir. Ach, du stirbst schon beim Ritter da hinten, der das Schild hat, oder was? Also Ritter. Ja, Alter, spiel mal das mit Tastatur, das ist nicht so schön. Das ist behindert, richtig. Ah. Ja. Wenn mein altes 20 Jahre altes Gamepad noch funktionieren würde, ja. Dann wäre das eine andere Sache. Okay, das hat aber auch keine Joysticks, ey. Okay, einfach eine Serie von Angriffen und dann abhauen. Da lief schon wieder so ein Schäben weg. Ja, bei mir auch gerade. Hä? Soll ich mir jetzt folgen oder was? Wo ist denn? Hallo. Ah.
Toki, ich würde dir ganz dringend empfehlen, das mit dem... Ja, lass mich halt nicht ausweichen, wie oft soll ich noch sagen. Das mit dem? Das mit dem Angriff von oben zu machen. Das, was da als Tipp steht. Ja, ich wüsste, wie das geht. Okay, ich muss den auf jeden Fall anvisieren. Hey, warum? Gehen wir hier in den großen Typen oder was? Ja, ja. Oh. Wenn ich erstmal hinkomme. Ich hätte ja gern ausgewichen, ging aber nicht. Macht das aber auf dem oder? Ja, ja, richtig, hart. Ah ja, da kommen, das sind ja die drei Gegner wieder. Hey. Nein. Ja, alle diese Zombies haben Intelligenz. Die blocken sich hier gegenseitig im Eingang weg und kann. Oh, ich hab das richtig viel gekillt. Also das mit dem Sprung von oben drauf solltest du ernsthaft machen. Eieiei. Gegen alle drei Zombies auf einmal kämpfen ist scheiße. Ah ja. Die backen sich da in den Eingang fest und ich kann nicht angreifen, weil der Bogenschütze mich sonst wegfetzt. Ich lass den Bogenschützen, ich gehe da auch um die Ecke. Wenn du da ein bisschen wartest, dann kommt so ein Vieh. Ja, jetzt kommen die endlich. Davor wollten die nicht. Spawnen zwar alle Gegner wieder. Noch nicht mein Heilpot gebraucht. Hey. Ich glaube, es gibt Sinnvolleres als das Fernglas mitzunehmen. Ich glaube, ich hätte am besten einfach den Schlüssel mitnehmen sollen, wodurch du durch alle Türen kommst. Ah, jetzt sind ja wieder alle Gegner da. Ja, ich habe beide One-Hit gelegt. Ich sehe. Kann wie, aber ja. So, Bogenschütze, schieß. Okay, wir erste Erfolge in dem Spiel hier. Herrlich. So, komm. Die lassen noch auf sich warten. Und erstmal wissen, wie man diesen Dingensangriff ausführt. Aber anscheinend macht dieser Angriff Schaden. So. So, jetzt ich bitte. So, ich hab ver. Den schaffe ich jetzt irgendwie. Bin ich jetzt der Meinung. Oh, Alter, verarsch doch mal bitte den anders. Alter, was hat der denn? Schaden. Und Hilfe trinken. Weißt du, das Ding füllt sich ja noch nicht mal ganz auf, ne? Das ist ja lächerlich hoch 10. Ich muss auf jeden Fall immer die Gegner anvisieren, weil ansonsten geht's nicht. Heavy Tor verschlossen. Deine Mutter? Ich hab da einen Schlüssel bekommen. Oder muss ich den jetzt auch irgendwie extra auswählen? Wegrennen und Teleport, bitte, bitte, bitte. Finsterzeichen. Halte an. Da ist er ja schon. Öffnet Eisengitter, Kerkerzellen. Das öffnet Tür der Haupthalle des Untotenasyl. Alter, das habe ich doch. Ritter, ne? Ist das nicht das hier? Ist das gegen den Ritter auch gut, oder? Gegen den Ritter, was? Ja, gegen diesen Zombie-Ritter. Dieser Sturzangriff, oder was weiß ich was, Sprungattacke. Entschuldigung, wie man sowas macht, ey. Hä, wo ist er denn? Boah, da ist er ja. Und wegrennen. Ah, die Tür bestimmt, hier, wa? Als ob der jetzt wieder lebt. Ich höre diese Schritte schon wieder. Machen wir keine Angst, ne? Nein. Vielleicht erstmal aus dem Dingens raus öffnen. Ah, die Tür war gemeint. Welche? Hinter dem großen Vieh. Will mich verarschen! Der scheiß Ritter kann Healpads benutzen. Echt? Fick dich! Ich hab doch so schon Probleme. Gut gemacht, weiter geradeaus. Okay, aber ich komm rein in die Steuerung, das ist okay. Irgendwie mit Tastatur ist nicht so der Bringer. Ah ja, jetzt hab ich. Alter, wie viel Leben habe ich denn? Gar kein Leben. Da ich jetzt auch kein Plan habe, wie man diesen Sprungangriff macht. Während des Fallens Sturzangriff. Sei mal grad still. Ja. To leave the undead asylum in pilgrimage. To the land of the ancient lords.
Okay. Ne, ich hatte gerade. Oh, okay. Nevermind. Die labert immer noch. Alter. Wir die schauen uns mir ernsthaft mal ein bisschen genauer angucken, weil die echt abartig ist. Oh, das sieht geil aus. Was ist denn bei dir RB? Also, was macht das normalerweise? RB ist Angriff. Also die linke Maustaste. Möglich. Also der ganz mal Einhandangriff, oder? Ja, das ist der Einhandangriff. Okay. Er sitzt da. Okay. Hallo. Was? Er sitzt da, Junge. Da steht aufsteigen, irgendwas. Stufe 4, nötige Seelen. Seelen. Ah, jetzt kann ich Stufen aufsteigen. Hä? Ja, aber das kannst du bei den Leuchtfeuern. Wird der bestimmt auch dann gleich. Alter, Einrasttaste. Fuck mich nicht ab, Mann. Gegen Schlag, gegen. Hm. Ja, diese Einrasttaste. Ich krieg Einrasttaste, was heißt das? Dass du einen Gegner fokust oder was? Nee. Ich muss ja meine Shift-Taste drücken, damit ich mehr Schaden machen kann. Ja. Also, ist jedenfalls bei mir krank, glaube ich. Und wenn ich zu oft drücke, kommt dieses Einrastfunktion-Ding von Windows. Achso. Animiert mein Fenster und ich werde totgestellt. Das ist nicht gut. Also die Steuerung hat man wirklich ein bisschen irgendwie anders machen können. Ich mehr Schaden. So. Ach so, diese Punkte, die du sammelst, scheinen Seelen zu sein und du brauchst die Seelen, um im Level aufzusteigen. Sehe ich gerade. Level 2. Ich bin jetzt dann gleich, also zumindest sagt er mir, es ist hier Stufe 7. Lol. War es nicht so, dass wir mit Level 5 anfangen oder so? Ja, irgendwie so. Ich habe mit 4. Ja. Beutehäufigkeit, Fluchresistenz. Kann ich jetzt noch nicht zu sagen. Ich weiß halt jetzt auch nicht, was hier gut ist, aber das ist wieder so ein Überschwang an Sachen. Aufwertung gestellt. Ja, das soll das ja auch. Aushöhlung umkehren. Was heißt Aushöhlung umkehren? Keine Menschlichkeit. Okay. Estus Flakon 10. Aussteigen, aufsteigen, entfachen. Ja, Alter, ja, diese, ne? Diese Taste funktioniert einfach nicht. Ah, jetzt habe ich 10. Jetzt habe ich 10 Healpots. Hm. Aggression. Ui. Dreimal Menschlichkeit. Ja. Wofür? Wie oft habe ich jetzt schon? Wofür braucht man denn diese Menschlichkeit? Keine Ahnung. Hm. Auf jeden Fall, Menschlichkeit verlieren ist scheiße, habe ich gehört. Menschlichkeit verlieren ist scheiße, okay. Aber. Ah, meinte Damian. Also ich habe jetzt 4 Menschlichkeit, aber ich glaube, die kann man noch benutzen irgendwie. Hm. Ich kein Plan. Ich rede mal mit dem Typ. What do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. Okay, ich mache ja schon irgendwie Schaden, aber. Es fängt bald nichts an, die scheiß anders kommt. Let me help you out. There are actually two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both. And something happened? Ja, Einrastfunktion. Nein! Ich krieg solche Aggros. Dann mäh ich die Taste doch nicht. Ja, das macht aber Schaden. Und meine anderen Angriffe machen 2 Schaden. Cool. Da gab's gerade einen Untertitel fürs Lachen. Ja. Ah, die Menschlichkeit kann man auch in diese Items. Wenn ich das richtig gerade eben gelesen habe, heilt dich Menschlichkeit auch. Weiß aber nicht, inwiefern okay. Ich das gut finde oder nicht. So. Es geht anscheinend jetzt um irgendwelche Glocken, die wir läuten müssen. Hier ist ein Brunnen.